Ja, hallo meine Lieben, auf diese Nahrungsmittel solltest du deiner Leber zuliebe sehr, sehr achten und wenn möglich nur in kleinsten Mengen zu dir nehmen. Ich habe in der letzten Zeit immer wieder auch Videos zum Thema Lebergesundheit gemacht und wie du einfach deiner Leber sehr, sehr viel Gutes tun kannst, auch bei schwerwiegenden Leberkrankheiten wie der Fettleber und auch der Leberzirrhose. Das erfährst du aber wie immer nach dem Intro. Ja, meine Lieben, die Leber wird nicht nur aus meiner Sicht absolut unterschätzt. Man weiß ja schon, dass sie sehr, sehr wichtig ist, doch die eigentlichen Organe, die eigentlichen Stars unter den Organen sind das Herz, sind die Lunge, das Gehirn, weil diese haben ja diese ganz wichtigen Funktionen natürlich, das Blut durch die Venen, durch die Blutgefäße pumpen, den Sauerstoff in den Körper zu bringen und unser Denkorgan anzuregen. Das ist schon ganz klar, das sind sehr, sehr, sehr vordergründig wichtige Dinge. Doch die Leber macht die ganze Arbeit im Hintergrund und ohne die Leber würde da gar nichts mehr funktionieren. Ja? Drum ist es so wichtig, wirklich auf seine Lebergesundheit zu achten und wenn die Leber schon angegriffen ist, was eigentlich bei ganz, ganz vielen Menschen eigentlich schon ist, ohne dass sie es überhaupt wissen. Die Leber hat eine Beteiligung an der Blutzuckerkontrolle. Sie ist zur Herstellung und vom Abbau von Hormonen und wichtigen Eiweißen zuständig. Sie stellt Cholesterin und Gallensäuren her. Sie baut Stoffwechselprodukte auf und baut sie um. Und fünftens speichert sie Fette, sie speichert Kohlenhydrate, Vitamine und Eisen. Sie ist für die Filterfunktion und Entgiftung auch von Alkohol, Medikamenten und vielen anderen Giften im Körper zuständig. Und sie unterstützt, sie ist unglaublich wichtig für unser Immunsystem. Und ein funktionierendes Immunsystem ist das A und O für unsere Gesundheit. Auf welche Nahrungsmittel du jetzt ganz besonders achten solltest und im mindestens nur ganz selten zu dir nehmen solltest, das gehen wir jetzt einfach mal ganz genauer an. Und wenn du deiner Leber einfach mal richtig Gutes tun möchtest, dann verzichtest du einfach mal über eine gewisse Zeit auf diese folgenden Nahrungsmittel. Nummer 1. Hier hätten wir mal das viel geliebte Ei. Ja, ich weiß, es ist sehr, sehr umstritten. Die einen mögen es, die anderen verteufeln es. Ich esse Eier auch sehr, sehr gerne, doch Eier verschaffen offensichtlich krankmachenden Viren und Bakterien das tägliche Brot. Ja, diese Bakterien und Viren, diese lieben die Eier und ernähren sich einfach ganz prächtig daraus. Bis alle Bestandteile von Eier in der Leber abgebaut sind, vergehen so an die 90 Tage, insofern du in diesem Zeitraum ganz darauf verzichtest. Nummer 2 sind die sogenannten Milchprodukte und eben auch Käse. Milch ist ja sehr stark schleimbildend, der sich in den Zellen und in den Blutgefäßen der Leber ansammelt, der das Immunsystem dann einfach schwächt. Käse wird ja immer wieder als sehr gesundheitsfördernd mittlerweile angepriesen und sollte gegen Diabetes gut sein. Das Gegenteil ist anscheinend der Fall. Ansonsten hat der Käse die gleiche Wirkung wie in der Milch zuvor beschrieben. Auch hier sehr, sehr dosiert einfach verwenden. Der dritte Punkt ist Hormone in den Nahrungsmitteln. Ja, Hormone aus den Nahrungsmitteln, die stören die Leber bei der eigenen Hormonproduktion. Ja? Die Leber kann die zugeführten Hormone zwar teilweise dazu benutzen, um überschüssiges Adrenalin zu neutralisieren, das ja auch nicht wirklich so gesund ist. Dieses kann aber auch mit den Resten der körpereigenen Hormone geschehen. Ja? In unseren Lebensmitteln gelangen immer wieder Stoffe, die bei Menschen eine hormonähnliche Wirkung entfalten können. Ja? Beispielsweise im Fleisch, wenn das Tier mit der Nahrung aufgenommen hat und nicht mehr abbauen konnte. Besonders problematisch scheinen auch bestimmte Weichmacher zu sein, im Plastik eben, in Lebensmittel Verpackungen werden diese zwar nicht mehr eingesetzt, aber oft in den Maschinen zur Verarbeitung der Nahrungsmittel, einem Fließband zum Beispiel, von dort können sie ebenso ins Essen gelangen. Ja, meine Lieben, ist nicht so einfach, das Ganze in den Griff zu kriegen. Der vierte Punkt wäre das liebe, liebe Fett. Auch hier sehr, sehr umstritten. Die einen verteufeln, die anderen lieben es. Ich gebe zu, die Wahrheit liegt meistens in der Mitte und ich habe mich auch selber eine Zeit lang ketogen ernährt. Doch auch wenn ich dadurch abgenommen habe, habe ich auch gemerkt, dass meine Energie nicht mehr so gut war wie eigentlich vorher. Fett ist wichtig, ja, finde ich.
Und gut, doch die Fettzunahme sollte anscheinend nicht mehr als 15% der Nahrung bewirken, was der fettreichen ketogenen Kost, da haben wir so eine 70% Fettanteil, total entgegenspricht. Der Grund ist der, dass durch die Fettpartikel im Blut die Kohlenhydrate nur sehr langsam in die Zellen kommen können, da die Fettpartikel einfach den Weg versperren. Es fühlt sich für mich einfach auch besser an, maximal 15% Fett täglich zu sich zu nehmen, als an die 70%. Der fünfte Punkt, ja, Alkohol. Ja, scheint einfach sehr klar und logisch zu sein. Warum? Weil der Alkohol die Leber flutet und diese einen großen Teil ihrer Funktion verliert und auch keine wichtigen Nährstoffe mehr aufnehmen kann, sodass einfach die Vorräte bald einmal zur Neige gehen, und zwar die Vorräte unserer Vitalstoffe. Auch das sogenannte Katerfrühstück, das immer wieder angepriesen wird, bringt hier eigentlich überhaupt keine Erleichterung nach dem Alkoholkonsum, weil fettiges und kohlenhydratreiches saugt den Alkohol jetzt nicht auf, so wie man glaubt, sondern sorgt auch wieder nur dafür, dass das Fett die Kohlenhydrat- bzw. Zuckeraufnahme verhindert. Und diese Zucker, die die Leber ja so dringend bräuchte. Alkohol ist nicht nur in alkoholischen Getränken, das ist auch zu bedenken, sondern auch in Toilettartikeln, in Haar- bzw. Hautpflegeprodukten, in der Kosmetik eben drinnen. Alkohol zerstört einfach die Leberzellen und verursacht Leberstauung und so weiter. Der sechste Punkt ist auch der vielgeliebte Essig für den Salat. Zu viel Essig sammelt sich in der Leber einfach an und wirkt ähnlich wie Alkohol. Essig erzeugt so eine Art Trunkenheit der Leber, sodass diese einfach auch nicht mehr anständig arbeiten kann. Essig ist zwar nicht ganz so schädlich wie Alkohol, doch würde ich einfach auch hier so weit als möglich drauf verzichten. Naturtrüber biologischer Apfelessig bildet hier eine kleine Ausnahme, da die anderen Inhaltsstoffe eben wie Magnesium, Kalium, Calcium, Vitamin B, C, E und einige mehr diese negativen Eigenschaften eben hier auch puffern können. Anstatt normalen Essig, gib doch einfach mal Zitrone oder eben naturtrüben Apfelessig in deinen Salat. Der siebte Punkt, Kaffee. Das liebe Koffein. Ja, der Kaffee, immer wieder sehr, sehr umstritten. Im Mainstream kursieren auch immer wieder Infos darüber, dass Kaffee dem Leberkrebs vorbeugend entgegenwirken kann. Dieses leitet man einfach daraus, dass bei einer Studie bei Kaffee-Nicht-Trinkern die drei wichtigsten Entzündungsmarker wesentlich höher waren als bei Kaffeetrinkern. Ja, andererseits wird dann wieder darauf hingewiesen, dass man jetzt aus Kaffee trinken keine Pflicht machen sollte und nur Kaffee trinken sollte, wenn man ihn auch gut verträgt. Ja, warum vertragen ihn so manch eine eben nicht so gut? Weil eben Kaffee für chronische Stresssituationen sorgt und eben die Nebennieren dazu immer wieder anregt, Stresshormone auszuschütten. Und das ist eigentlich auch dann das Krankmachende an dem Kaffee. Doch von dem redet die Schulmedizin in dem Fall auch wieder nicht so gern. Der achte Punkt wären die Gluten. Ja, die lieben Gluten, die mögen eben auch die krankmachenden Keime auch sehr gerne als Nahrung. Gluten kann bei wohlwollender Versorgung der Leber in 90 Tagen abgebaut werden, natürlich auch bei Verzicht von glutenhaltigen Lebensmitteln. Der neunte Punkt ist der liebe Mais. Ich mag den Mais eigentlich auch nicht immer, wenn ich einen Salat esse und ich merke, da sind wieder diese gelben Maiskörner drauf, da vergeht es mir eigentlich, ich mag ihn einfach nicht. Aber eben auch für den Mais, beim Mais ist es auch hier so wie für Gluten und bei den Eiern, Keime und Bakterien lieben den Mais. Naja, das ist so ein ja, sage es lieber nicht laut. Und der zehnte und letzte Punkt, last but not least, das Schweinefleisch. Ja? Ein Schnitzel mit Kartoffelsalat, als Österreicher liebt man das und als Deutscher wahrscheinlich auch. Doch ich verzichte schon lange auf Schweinefleisch, weil einfach die Art des Schweinefettes die Leberfunktion sehr, sehr verlangsamt und die Fettansammlung in der Leber einfach drastisch erhöht. Dysfunktionen der Leber sind dabei die logische Konsequenz. Ja, meine Lieben, auf diese Nahrungsmittel solltest du, wenn möglich, verzichten, zumindest mal für
für 2 bis 3 Monate, denn dann kannst du einen Unterschied zu vorhin erkennen, hat sich was verändert, hat sich nichts verändert. Ja? Viele ungesunde Stoffe können sich in der Zeit einfach abbauen und deine Leberfunktion stark, stark verbessern. Zusätzlich schau dir noch das Video über Cholin an, welches ich auch für die Lebergesundheit oder welches für die Lebergesundheit auch von höchstem Wert sein kann. Ja, meine Lieben, in dem Sinne alles Liebe, bleibt mir gesund oder wenn ihr es noch nicht seid, dann werdet es zumindest. Eure Daumen hoch, schaut in die Kommentare, schreibt eure Meinung zu dem Thema und ja, meine empfohlenen Mittel findet ihr auch da drinnen, beziehungsweise auf meiner Homepage bewusst gesund geosixt lebensmut.at schreibe ich auch hier. Und sonst bleibt mir treu, wir sehen uns beim nächsten Video, ich habe euch lieb, Baba, ciao, tschüss und Servus, euer Geo.